bei MOOC noch gar nicht dabei. Wir befinden uns in der Woche 3 des Corporate Learning MOOCs. Wir haben 4 Wochen mit jeweils Unternehmensbeispielen, die gezeigt werden. Wir sind aktuell in der Woche mit der ENBW, wo der Tim uns heute was erzählen wird. Der Schwerpunkt der Woche, kann man schon sagen, liegt auf KI. Also die Montag-Session und jetzt auch die Session heute hat mit KI-Themen zu tun. Montag ein bisschen mehr mit Copilot, heute wahrscheinlich ein bisschen mehr mit GPT und Chatbots. Gestern hatten wir eine Session, die auch sehr interessant war, mit dem Nils zum Thema asynchrones Arbeiten. Und das ist vielleicht noch wichtig, wir zeichnen die Sessions immer auf. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr wollt, auf den YouTube-Kanal der Corporate Learning Community und könnt die Sessions da entsprechend nachschauen. Könnt ihn auch abonnieren, dann werdet ihr in Zukunft über alle Sessions informiert. Heißt aber auch, wenn ihr jetzt quasi in der Session seid oder dann später Fragen stellt, dass ihr da zu sehen seid. Das heißt, wer das nicht will, der macht einfach die Kamera aus. Wer auch mit den Fragen nicht zu hören sein will, kann auch Mikrofon ausmachen. Ich habe ein Auge auf den Chat und würde die Fragen dann entsprechend vorlesen. Ja, weil man erfahrungsgemäß immer so gute 50 Leute werden, wäre es ganz gut, wenn ihr Hintergrundgeräusch habt, dass ihr eure Mikro mutet. Zur Not mache ich das. Nutzt gern den Chat und dann später, wenn Tim die Fragenrunde einleitet, diese Handhebefunktion. Ne, dann kriegt man eine sinnvolle Reihenfolge für die Fragen. Und was vielleicht noch wichtig ist, bei den Seiten, also wenn euch eine Frage quasi nach der Session kommt, hier ganz unten an der Seite hängt so ein Kommentarsystem dran. Das heißt, da könnt ihr die Fragen auch reinschreiben. Ne? An Joachim kommen zum Beispiel nach der Montagssession da 2 Fragen noch. Die werden wir dann im Nachgang beantworten. Und heute, aber ich glaube, da gehst du auch drauf ein, Tim, haben wir noch so eine Challenge, eine Aufgabenstellung für den Corporate Learning MOOCathon zu finden. Das ist dann ein eigener Blog. Den können wir uns dann quasi am Ende auch nochmal anschauen. Und auch da hängt unten ein eigenes Kommentarsystem dran. Ja, so viel der Vorrede und damit würde ich sagen, Tim, deine Bühne und dem Thema LernGPT. Sehr gerne. Einmal übernehme ich den Bildschirm. Sehr gut, wir sehen. Und dann finde ich das Teams-Fenster wieder und maximiere das auf dem anderen Desktop, weil ich habe bis heute nicht verstanden, warum das immer wieder klein geht, dieses keine Option Fenster. Ist. Der Workhack ist, sobald man geshared ist, Alt-Tab zu drücken, weil dann so mache ich es. Genauso. Das ist irgendwie, kein Mensch weiß, warum das so ist. Also willkommen zur Session zum Thema LernGPT, das interaktive Lerntool der NBW für ChatGPT. Ich bin im Personalbereich und stelle euch vor, was wir vor ziemlich genau einem Jahr angefangen haben zu tun. Aber vielleicht bevor ich reingehe in was wir tun, würde ich gerne noch ein bisschen was über mich sagen. Man kann mich natürlich auf LinkedIn finden und sonst den üblichen verdächtigen Stellen im Internet. Aber es gibt 2 Sachen, die mir besonders wichtig sind, aber vorweg nochmal quasi mit euch zu teilen. Das eine ist, ihr erlebt mich hier in meiner Karriere 2.0. Ich habe die ersten 20 Jahre meines Berufs damit verbracht, in der IT zu arbeiten. Ich habe bei 1&1 gearbeitet, habe als Student angefangen, dort E-Mail-Support zu machen für das Webhosting. Und habe im Jahr 2000 fest angefangen als Softwareentwickler, damals für interne Tools, für die Bestellwebseiten. 2004 bin ich Teamleiter geworden, 2007 bin ich Abteilungsleiter geworden, also Führungskraft von Führungskräften. Und 2000 und mit dieser Erfahrung zusammen auch auf einmal die Führung für mehr als irgendwie 60 Leute zu haben, ging einher die Frage, wie organisieren wir uns eigentlich, dass nicht immer das alles nach so einem Chaosmodell läuft. Und der Vorstand hat aber gesagt, und heute ist es dieses wichtig und morgen jenes. Und wir haben uns bei mir im Team angefangen, damit auseinanderzusetzen, was gibt es für Rollen, die auch so eine typische One-Man- oder One-Woman-Show der fachlichen disziplinarischen Führung in Personalunion ersetzen kann oder erweitern kann, skalieren kann. Herausgekommen sind natürlich agile Vorgehensmethoden. Unter anderem haben wir uns mit Scrum und den Rollen, die es darin gibt, beschäftigt. Und ich kann mich gut daran erinnern, als die Ingrid und der Christoph, meine beiden damaligen Product Engineers, so hatte ich die genannt, bevor ich wusste, dass es das Wort Product Owner gibt, von ihrer ersten CSPO-Schulung zurückkamen und sagten so, Chef, dich braucht man nicht. Und dann so die Frage, okay, was machst du jetzt? Was ist deine Rolle? Und das hat mich lange beschäftigt und es war ein guter Lernprozess, auch mit dem Team zusammen. Und wenn du irgendwann die Product OwnerInnen bei dir hast, die sagen, was gemacht wird, und die SoftwareentwicklerInnen und die UX-ExpertInnen und die SysAdmins, die sagen, wie es gemacht wird,
dann bleibt ja für dich nicht mehr so viel übrig. Außer, und das ist natürlich eine Sache, die ich für mich gefunden habe, sich zu überlegen, wie wollen wir uns eigentlich strategisch aufstellen, dass wir die Fähigkeiten haben, die wir in Zukunft brauchen. Das ist also ein Teil der 20 Jahre in meinem Job hat sich darum gedreht, quasi ganz viel Software an den Start zu bringen, das auch auszuliefern und dafür einen guten Rahmen zu schaffen. Und in den letzten Jahren, bevor ich dann tatsächlich auch gesagt habe, will ich das mein ganzes Leben lang machen oder will ich das die nächsten 20 Jahre noch machen? Ich muss ja nicht gleich das ganze Leben bestimmen. War so meine Erkenntnis. Ich mache das total gerne, mit den Leuten zu lernen, die das Lernen zu organisieren, zu schauen, welchen Rahmen braucht es dafür. Und mich mit Leuten auch vernetzt im Bereich, die über solche Themen auch gesprochen haben. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch auch den Augenhöhe-Film, der 2015 und 2016 zu sehen war. Das ist ein Crowdfunding-Projekt gewesen. Und das hat mich letztlich dahin gebracht, wo ich heute bin, nämlich zu sagen, wie kann man eigentlich Organisationsentwicklung nicht nur für 25 Leute machen, sondern für 25.000 Leute machen. Dennoch bin ich natürlich in dem, was ich gemacht habe, fit geblieben. Also mit den Leuten gelernt, wenn ich überlegt habe, wie können wir neue IT-Technologien kennenlernen und wie schaffen wir es als Team auch, diese für uns wertschöpfend einzusetzen, dann ist natürlich auch das nicht weggeblieben von mir, was dort gemacht wurde. Und ich habe also von meinen Mitarbeitenden ganz viel gelernt über User Experience, über Systemadministration und über Softwareentwicklung und wie das heutzutage gemacht wird. Kurzer Cut. 2019 wechsle ich also hier zur NBW. Die Stelle, die ausgeschrieben war, war Projektleiter Transformation HR und Digitalisierung. Da lassen sich irgendwie so zwei Sachen miteinander verbinden, habe ich gesagt. Also mein Herzblut für das Thema Mitarbeitende Entwicklung und Organisationsentwicklung und auf der anderen Seite aber halt auch so Digitalisierungsthemen. Nicht nur einen elektronischen Urlaubsantrag zu haben, sondern das Ganze digital zu denken. So viel einfach ein bisschen zu mir, damit ihr wisst, so welche zwei Herzen in meiner Brust schlagen, die des Personalentwicklers und die des Softwareentwicklers. Wenn wir jetzt, das ist eine Folie, die ich relativ zum Anfang auch, geht jetzt zurück so auf Juni 2023 gemacht habe, um zu erklären, was ChatGPT ist. Aber vielleicht nochmal Ende November 2022 ist ja ChatGPT freigegeben gemacht worden. Das ist innerhalb allerkürzester Zeit, ist das total explodiert. Brauche ich wahrscheinlich keinem zu erzählen, ne? Innerhalb von 5 Tagen. Zu 1 Million und innerhalb von, ich glaube, 2 Monaten zu 100 Millionen NutzerInnen gekommen. Im November 2022 ist es so, dass ich mich damit beschäftigt habe, wohin mein nächster Urlaub geht. In dem Fall war es Südafrika, da war ich dann 4 Wochen habe also in der Zeit das Handy ausschließlich dazu benutzt, um den nächsten Ort zu finden, wo ich hinfahre. Nicht aber, um rauszufinden, was sonst so im Internet gerade passiert. Deswegen für mich tatsächlich so mein allererster großer Kontakt oder Berührungspunkt damit, die Einschätzung zu ChatGPT, die ich bei uns im Internet gefunden habe. Also kam zurück und irgendwie war das nicht mehr wegzukriegen. Überall ChatGPT, 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 der absolute Wahnsinn. Und das Digital Office, eine Abteilung bei der NBW, die sich damit beschäftigt, die Digitalisierung nach vorne zu treiben und die direkt am CEO aufgehängt ist, da hatte der Experte für künstliche Intelligenz und Daten eine Einschätzung dazu geschrieben. Was bedeutet das für uns eigentlich als Konzern? Eine so eine Einschätzung, und der Rainer ist ein Kollege von mir, der auch sehr progressiv ist und die Einschätzung gleich auch mit einer gewissen Haltung der NBW verbunden, die wir zu haben, nämlich lasst uns herausfinden, was da für Potenziale für uns stecken. Und spätestens, als wir dann gesehen haben, wie OpenAI, wie Microsoft in OpenAI 10 Milliarden US-Dollar investiert, habe ich gedacht, für mich irgendwie dieses Ding hier, das ist definitiv nicht mehr so eine neue Version von Photoshop oder, sondern das ist tatsächlich mehr so der iPhone-Moment, den wir gerade erleben. Und je nachdem, wie man heute zuhört, glauben die Leute auch, ich glaube, das ist ein bisschen mehr als der iPhone-Moment sogar noch. Manche gehen dann auch ein bisschen weiter weg. Und jetzt kommt es quasi das zweite Herz, jetzt kommen die zwei Herzen meiner Brust wieder zum Vorschein. Wir haben nämlich, ich habe mich ganz techie, der ich bin, einfach hingesetzt und habe gesagt, cool, ich probiere das mal aus. Und ich fange an, für mich rauszufinden,
was kann man damit machen? Also wenn das Microsoft in ihre Bing-Suchmaschine einbaut, ist das nicht das, was wir konsequenterweise auch in unsere interne Lernwerk, das ist unsere Lernplattform, unsere Learning Experience Plattform, müssten wir es nicht auch da in die Suche einbauen? Ich habe relativ schnell gemerkt, das ist es nicht. Und habe mit meinem Kollegen nochmal zusammengesessen und wir haben damals beobachtet, wie auch im Intranet, gerade auch zu dieser Einschätzung in den Kommentaren, bei NBW ist das Yammer-Viva Engage, wie es heute heißt, wie da kommentiert wurde und was da gesagt wurde. Und jetzt habe ich ja das und das, wie nennt man das eigentlich, ge-GPT'd, also so wie gegoogelt. Und da kam mir das Falsche raus. Es hätte gar nicht gestimmt, was ich zu meinem Thema, oder, also da waren alle möglichen Beobachtungen drin. Und letztlich die Erkenntnis irgendwie, oh wow. Also wir merken, es gibt jetzt ein neues Tool, es hat einen Stellenwert eher von so einer iPhone, eher von sowas wie Google, eher sowas von dem Moment, als irgendwie soziale Netzwerke groß geworden sind. Wir haben jetzt so ein Tool in unserer Hand, wir wissen aber noch gar nicht so ganz genau, wie es funktioniert. Ich habe mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt, auch an meine Jugend, in der es dann das große Thema gab, wir müssen eine Medienkompetenz im Umgang mit Fernsehen entwickeln. Also ich bin 1977 geboren, damit ihr so ein bisschen einschätzen könnt, wann ich jung war. Und ich glaube, wir sind heute da oder wir waren gestern, vorgestern da, dass wir eigentlich eine Medienkompetenz brauchen im Umgang mit KI. Medienkompetenz mag vielleicht so ein bisschen ein altertümliches Wort sein, aber ich finde, das ist genau das, was es eigentlich braucht. Wir müssen verstehen, was wir da für ein Werkzeug in der Hand halten. Mein Kollege und ich hier haben tatsächlich 2 Meter da drüben haben wir hingestanden und gesagt, was müssen wir eigentlich machen? Und was ist eigentlich das, was wir brauchen? Wir müssen irgendwie eine Möglichkeit bieten für Leute, diese neue Technologie auszuprobieren in einem Rahmen, der, wo ich das Gefühl habe, ich habe kein Problem damit, das auszuprobieren. Also wo ich mich sicher fühle. Und dann haben wir überlegt, was heißt denn sicher fühlen? Was heißt denn auch ausprobieren? Auf der einen Seite ist natürlich die Möglichkeit, einfach sich bei OpenAI zu registrieren, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und los. Aber fühle ich mich da sicher? Ist es ein US-Unternehmen? Wir sind ein deutsches Unternehmen und ihr wisst, wie das ein deutsches Unternehmen ist. Da wird das Thema Datenschutz, obwohl es vielleicht auch Vereinbarungen gäbe, die man schließen könnte, richtigerweise auch meiner Meinung nach erstmal kritisch begutachtet und gesagt, ich fühle mich nicht wohl damit, die Daten vielleicht einfach so ins Internet zu schreiben. Das ist erstmal großartig. Wir haben dann gesagt, zu dem Thema Sicherheit muss für uns dazugehören, dass es irgendwie intern ist, dass die Leute sich also nicht mit einer Telefonnummer, mit E-Mail-Adressen registrieren müssen, sondern dass sie es irgendwie aufrufen können, ohne dass sie irgendwie eine wahnsinnige Zugangshürde haben. Auf der einen Seite und auf der zweiten Seite ist es so, wenn man jetzt OpenAI und den Chat dort aufruft, dann ist es ja relativ nackt, diese Oberfläche. Da ist im Prinzip, sind da so 3, 4 Sachen drauf, das war's aber schon. Und wir haben gesagt, wir wollen was anderes machen. Wir wollen die Leute nicht ganz so alleine lassen. Ich zeige auch gleich, wie das aussieht, damit ihr versteht, was ich meine. In dem Fall, als wir quasi all das hatten, und jetzt kommt das Herz in meiner Brust so ganz stark raus, habe ich mich hingesetzt, habe überlegt, wie kann man sowas eigentlich umsetzen? Da oben rechts steht es, ganz klein, März 2023, habe ich einmal ganz analog mich hingesetzt, überlegt, wie will ich das umsetzen, was ist die 30.000-Fuß-Architektur davon, und dann habe ich es links auf der Seite sichtbar, ein Teil davon sichtbar, einfach programmiert. Das hat 3 Abende gedauert, dann hatten wir die erste Version davon fertig, die war am mitarbeitenden Login angebunden und Leute konnten sich einloggen. Making of LernGPT. Ich glaube, morgen vor einem Jahr ist es entstanden. Und wir haben dann diese Folie rausgemacht und haben gesagt, okay, das ist also das Thema, wir wollen ein internes System am Start haben, was als Teil auch unserer Lernplattform wahrgenommen wird, dem Lernwerk, das seht ihr so ganz klein unten rechts in der Ecke abgebildet. Und davon startet man, hat die Möglichkeit, das auszuprobieren, da reinzugehen, aber eben halt nicht komplett alleine gelassen zu werden. Einmal würde ich kurz wechseln in die Live-Demo. So sieht es also heute aus, wenn ich in dieses LernGPT reinkomme. Man sieht so ein bisschen im Unterschied zu dem OpenAI-Original, neben dieser Eingabezeile für Prompts,
ich einfach starten kann und tippen kann, wenn ich neugierig bin oder schnell oder ich das alles schon kenne. Aber wenn ich hier runtergehe, dann habe ich die Möglichkeit, ganz viele Inhalte dazu zu finden. Es könnte sein, dass es jetzt ein Video ist, wer das Generative AI in a Nutshell, zum Beispiel von Henrik Kniebeck, habe ich gestern auch beim Simon unter den Post runtergeschrieben bei LinkedIn. Großartiges Video. Zum Beispiel, es sind aber natürlich auch Themen, die hier intern gemacht wurden. Das ist eine Aufzeichnung von einem Termin bei uns. Es gibt einen Podcast, den wir haben, oder zum Beispiel hier unsere offiziellen Leitplanken, die bei der NBW das regeln. Und der Podcast, aus dem ihr vielleicht in der auch vielleicht schon mal gefunden habt, den ich mit dem Thomas Jenewein von SAP und dem Education Newscast ausgemacht habe. Also all das findet man hier. Kann auch nochmal vertiefend reingehen. Und wenn ich jetzt sage, na gut, wo starte ich denn überhaupt? Gar keine Ahnung, was macht man denn mit diesen Dingens hier? Dann haben wir diese interaktiven Trainings zum Beispiel. Ich mache es einmal auf, setze es zurück und wir starten es nochmal neu. Das interaktive Training soll so ein bisschen dieses weiße Blatt Papier-Phänomen besiegen. Und zu sagen, ah, okay, Übersetzung. Ja, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass irgendwie ChatGPT übersetzen kann. Ja, ich weiß nicht, ob das heute noch Leute überrascht, aber das ist ja auch schon eine Weile her, dass wir das gemacht haben. Dieser Screen sieht jetzt so aus, dass wir die Leute durch den Trainingsmodus durchführen und dass also das Eingabefeld unten links deaktiviert ist. Man kann also jetzt nicht aussuchen, dass man da was reinschreibt. Und auf der rechten Seite steht dann quasi so eine kurze Erklärung, was machen wir eigentlich hier damit? Wir nehmen die Leute und wir nehmen hier was aus unseren Intranet-Nachrichten, was wir reinkopiert haben, gleich auch schon zu suggerieren. Es ist klar, wir haben hier interne Inhalte drin, das ist gar kein Thema. Und ich bitte jetzt ChatGPT, diesen Text zu übersetzen. Man sieht auch so ein bisschen, wenn ich da draufklicke auf das Prompt, dann wird das quasi hier oben eingefügt, als ob ich das selber eingefügt hätte. Und man sieht unten drunter die Antwort, in dem Fall von ChatGPT 3.5. Wir wollen bei den Trainings nicht die Geduld der Leute auf die Probe stellen, sondern für die Trainings nehmen wir GPT 3.5. Ihr habt vorhin schon das Auswahlfeld gesehen. Die Leute haben hier mittlerweile auch 4.0 zur Verfügung. Aber wer es schon ausprobiert hat, weiß auch die Geschwindigkeit natürlich zu schätzen von 3.5. Und gerade bei sowas wie Übersetzung ist es, glaube ich, das alte Modell auch hinreichend gut. Jetzt geht es weiter und ich habe jetzt den zweiten Schritt, den ich machen kann. Ah ja, okay, wenn ich ihm sage, ich möchte es gerne übersetzt haben. Und jetzt kommt der zweite Schritt und ich weiß nicht, vielleicht spricht jemand von euch Polnisch oder Tschechisch. Ich tue es nicht. Denn der Energiepark Bad Lauchstädt, um den es geht, ist ein Projekt der VNG, ist eine Beteiligung der NBW. Das befindet sich der Hauptsitz in Leipzig und die Länder, die da außenrum sind und auch um Bad Lauchstädt außenrum sind, sind natürlich Polen und Tschechien. Meine Kollegin, die Polnisch spricht, hat gemeint, ja, da wäre in Zeile 3 ein Grammatikfehler, aber ansonsten wäre es ganz passabel, was da rausgekommen wäre. Das gilt übrigens auch fürs Englische, das ist typischerweise ganz gut, was er da macht. Man kann aber jetzt hier lernen, erstmal, dass man den Text referenzieren kann. Man muss nicht nochmal den kompletten Text reinkopieren. Super. Und dann kommen wir nochmal zu so einem witzigen Use Case. Wir könnten natürlich auch sagen, wir machen das Ganze mal auf Sächsisch, weil das ist ja in Leipzig, das dann auch als Dialekt dort gesprochen wird, und könnten sagen, das kann man zwar nicht schreiben, aber ChatGPT probiert sein Bestes und also auch ich spreche kein Sächsisch, aber es sieht nicht so schlecht aus. So, das ist wegen ein Smiley hinten dran und jetzt habe ich das Training schon absolviert. Also es hat jetzt vielleicht mit meinem ganzen Gerede 1,5 Minuten oder 2 Minuten gedauert. Ich habe aber gesehen, ach cool, ich kann da ganz schnell was rausfinden. Könnte nun meine eigene Frage stellen und sagen, ich hätte es gerne zum Beispiel noch auf, was weiß ich, Italienisch oder sowas. Ne? Dann könnte ich einfach ausprobieren und gucken, was passiert. Kannst du das bitte nach Italienisch übersetzen? Okay, senden. Also ein kleiner Kniff, den ich gleich mitdemonstriert habe, dass wir bei uns in dem ChatGPT in der internen Version auch eingebaut haben, dass man mit dem Ding sprechen kann. Das funktioniert sogar, während man in Teams-Meetings drin ist. Das finde ich immer noch sehr begeisternd. Ich glaube, mittlerweile geht es, glaube ich, auch im Original. Als wir das eingebaut hatten, ging das noch nicht. Das ist der erste Modus von ChatGPT, von LernGPT, dieser Trainingsmodus. Ne? Man wird so nicht ganz alleine gelassen, muss sich nicht auf der grünen Wiese ausdenken, was muss ich schreiben, sondern ich habe die Möglichkeit, mich da ein bisschen durchführen zu lassen. Da haben wir noch ein paar mehr davon, Alltagsfragen, Abendessen, Brainstorming, Arbeiten mit Texten, so weiter. Diese Trainings sind auch einfach zu erstellen. Und wenn ich dann Lust habe und sage, ich möchte jetzt loslegen,
kommen wir zum zweiten Modus. Ich nehme auch mal wieder den, weil der einfach in der Live-Demo immer schneller ist. Bisschen random, was da rauskommt, aber ich könnte die Frage stellen, was ist eigentlich Identity Management? Und wenn ich die Frage jetzt eingetippt habe, antwortet ChatGPT wie er, und für mich ist es immer er, weil es ist der Chatbot. Könnt ihr euch überlegen, was ihr für einen Artikel verwenden wollt. Gibt jetzt die Antwort, heute hat er sich kurz gefasst, manchmal labert er quasi stundenlang und macht ganz viele Bullet Points, kennt ihr auch, ist ein bisschen random, was da passiert. Ich könnte ihn bitten, es länger zu machen. Jetzt kommt der zweite Kniff, an dem, dass die Leute nicht alleine gelassen werden, nämlich, dass wir hier zu jeder Antwort nochmal ein paar Stichworte extrahieren und mit diesen Stichworten eine Suche ausführen auf unserer Learning Experience Plattform, in der ein internes Verzeichnis von Leuten ist, die für Sachen zuständig sind, neben den ganzen Lerninhalten und Terminen und Anmeldungen, die man da machen kann. Und jetzt finden wir also Leute aus dem Unternehmen, die für diese Themen auf ihrem Profil hinterlegt haben, dass man sie ansprechen kann. Ich zeige euch das, wie das aussieht. Das ist jetzt im Lernwerk das Profil von meinem Kollegen Joachim. Man sieht so ein bisschen seine Org-Einheit und man sieht, welche Fähigkeiten er mitbringt. Und deswegen wird er auch ganz oben gefunden, weil das Thema Identitätsmanagement hier auch ganz oben steht. Erstens und zweitens ist hier so ein kleiner Hut drauf. Der heißt bei uns intern, sprich mich gerne dazu an, ich erzähle was darüber. Wenn man weiter runter scrollt, kann man sogar herausfinden, dass er der Community Manager für Identity Management ist. Es ist also genau der Richtige, der da gefunden wurde. Während also die KI hier in ihrer Antwort grundsätzlich nichts über die NBW weiß, was nicht sowieso im Internet steht, ist auf der rechten Seite dazu aggregiert aus unserer Learning-Plattform die Inhalte und vor allem, und das ist noch viel wichtiger eigentlich, die Menschen, die zu diesem Thema ansprechbar sind. Und auch so lassen wir die Leute nicht alleine. Das ist der zweite Teil davon. Genau, jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, mit denen Kaffee trinken zu gehen oder sie zu fragen. In dem Fall kann ich den Joachim jetzt fragen, ja cool, und wie macht ihr das eigentlich bei uns hier in der NBW? Ich wechsle zurück zu den Folien. Das ist also das, was ihr gerade gesehen habt, ist einfach die Live-Demo von dem, was hier nochmal draufsteht. Zu jeder Antwort werden also ExpertInnen dazugezogen. Wer kann mir intern weiterhelfen? Und damit diese Medienkompetenz, diese Einschätzbarkeit davon, ist das, was da steht, auch das Richtige? Oder ist es halt eher daher halluziniert? Da können die Menschen dabei helfen. Und das auch so ein bisschen, das zu etablieren. Wir machen hier so ein Mensch-KI-Team. Das sind Sparringspartner. Das ist nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Das war so der Start und damit sind wir im Mai 2023 live gegangen. Das war hier zwischendrin ist noch eine Folie, die ich für heute rausgenommen habe. Natürlich sind da zwischendrin alle Sachen passiert, die eigentlich auch dazu kommen. Da erzähle ich in dem Podcast unglaublich lange und viel darüber. Wir haben mit allen Gremien gesprochen, zu aller Zweit mit dem Betriebsrat. Und das war eine der Sachen. Dort haben wir sehr begeisterte MitstreiterInnen gefunden, die mit uns das Thema in schnellster Schnelligkeit durch alle möglichen Softwarefreigabeprozesse der NBW durchbekommen haben. Ihr könnt euch vorstellen, wir sind ein Konzern, da sind solche Sachen manchmal vielleicht etwas langwieriger. Das ging aber flott. In dem Fall, weil wir auch mit dem Rechtsbereich, mit Security, mit allen Leuten ein gutes Stakeholder-Management betrieben haben. Klar, Fachkräftemangel, großes Thema. Das ist sicherlich beim Betriebsrat auch ein sehr großer Treiber gewesen, zu sagen, wie schaffen wir es denn, die Leute zu entlasten, die hier gerade sehr, sehr viele große Mammutjobs vor sich herschieben. Und das ist mein Testteam, was hier auch auf der gleichen Fläche sitzt wie ich, das Recruiting. Und das sind die ersten, mit denen wir einen Workshop gemacht haben. Das Recruiting-Team bei der NBW hat, wie viele Recruiting-Teams, viele andere Unternehmen, gerade mit dem Fachkräftemangel auf der einen Seite und dem demografischen Wandel auf der anderen Seite zu kämpfen und hat über die nächsten Jahre mehrere tausend Stellen zu besetzen. Und das ist natürlich für die RecruiterInnen hier ein großer Job. Und die Überlegung war, was können wir hier vielleicht mit so einer Text-KI an Mehrwert schaffen oder eine Entlastung schaffen für die Kolleginnen. Ja, dann haben sie einen Workshop gemacht, da habe ich angefangen mit einer kurzen Vorstellung, im Grunde das, was ihr gerade gehört habt.
Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt sammeln wir mal so ein bisschen, wer weiß denn schon was über GPT, wer hat dann eine Idee, was man damit machen können. Das sind die pinken Post-its hier drauf, die kann man, glaube ich, nicht so gut lesen, das macht aber nichts. Und dann haben wir gesagt, das war bei uns am Inno-Campus der NBW, das ist eine große Fläche mit so Barcamp-Style-Räumen, wo auch mit Paletten und verschiedenen verschiebbaren Sitzen, also so ein bisschen der Kreativspace irgendwie von der NBW, gleichzeitig mit dem Blick auf das Kohlekraftwerk, was davor steht. Ist ein schöner Kontrast übrigens, wenn man quasi über die Zukunft nachdenkt und die Vergangenheit gleich vor sich stehen hat, weil die Gegenwart noch. Und haben gesagt, wir teilen euch jetzt mal in Gruppen auf und versucht mal gemeinsam euch nach vorne zu prompten. Hier ist der Link, bitte loggt euch ein. Das könnt ihr auch auf dem Handy machen, das geht auch, sofern es ein Geschäftshandy oder Bring Your Own Device ist. Und probiert gerne mal diese Cases auf, schnappt euch einen. Und das war tatsächlich total irre. Dann hatten die 20 Minuten Zeit. Die Leute haben untereinander, miteinander versucht herauszufinden, kann ich Stellenausschreibungen von du nach sie umschreiben oder andersrum. Kann ich Stellenausschreibungen übersetzen? Und dann kicherte es auf einmal in der einen Ecke, weil die hatten dann angefangen, nachdem sie alle möglichen sinnvollen Kombinationen von Sprachen ausprobiert hatten, gesagt, ach, das kann ja auch Schwäbisch. Das war so ein schöner Effekt, weil die Leute zusammen ausprobiert haben und weil die Leute irgendwie miteinander gelacht haben und man hat so ein bisschen die Energie im Raum gespürt. Das ist cool, wir dürfen es ausprobieren, können es ausprobieren, da kommen irgendwie spannende Sachen dabei raus. Und am Ende gab es noch ein was habt ihr gelernt? Eine Vergemeinschaftung sozusagen. Wir haben dann nochmal zusammengetragen und letztlich zusammen beim Mittagessen gesessen. Der Marcel ich hat sehe eine ganz Frage. Kurz eine Frage, genau. Ah ja, genau, siehst du schon. Dankeschön von Marcel. Das ist die Folie, die vorhin, wo ich vorhin ein bisschen kürzer drüber gegangen bin. Wir haben natürlich mit dem Betriebsrat Security und dem Rechtsbereich geklärt, dass wir nicht auf OpenAI direkt aufsetzen, sondern wir machen das mit den Azure-Modellen und das sind unsere eigenen. Die haben wir auch in der EU bekommen. Das heißt, wir haben die allererste Version, hat dann in Amsterdam in einem Rechenzentrum ist die gelaufen. Außerdem gab es dann nochmal zwei, drei weitere Sachen, die unser Key-Accounter von Microsoft uns gezeigt hat, wie man die abschaltet. Und dann haben wir all das getan und nachgewiesen. Und dadurch war das quasi ready to go und es sind keine Daten, die Richtung OpenAI abfließen, vorhanden. Es sind auch keine Daten, die für das Retraining verwendet werden, was am Anfang so ein großes Thema war. Ich glaube, weiß gar nicht, ob das überhaupt heute noch irgendwo mit drin ist, aber genau, das war, was wir gemacht haben. Einfach interne Version davon, eigene Cloud. Das ist, die NBW arbeitet mit Office 365. Das ist da, wo alles andere auch steht, letztlich am Ende des Tages. Marcel, Frage beantwortet? Definitiv, ja. Das war hilfreich. Vielen Dank. Gerne. Im Juli sind die Leitplanken rausgekommen. Also hier sieht er so ein bisschen Konzernsprech mit KRL. Das ist Konzernrichtlinie. Da sind Themen hinterlegt, die das dann auch offiziell erlauben. Das ist quasi nachgängig zu dem Softwarefreigabeprozess passiert, auch nochmal in Abstimmung mit dem Betriebsrat. Und im Juli haben wir dann, ich hatte das vorhin so ein bisschen gesagt, da gab es die Videoaufzeichnung einer Veranstaltung, das ist diese Veranstaltung, da haben wir eine Veranstaltung gemacht, Titel ChatGPT Potenziale, Teams, wie man im Hintergrund auch so ein bisschen blurry sehen kann, mit knapp 300 Leuten, die dabei waren. Das sind so die earliest early adopter, die wir dann dafür begeistert haben. Und in dieser Veranstaltung haben wir erstmal so grundsätzlich erklärt, was ist denn eigentlich ChatGPT? Da gibt es ein paar Folien, die ich quasi jetzt auch schon seitdem immer wieder recycle. Und das haben wir zusammen gemacht mit Leuten aus dem Digital Office, mit Data Scientists, mit Leuten aus der IT und das sozusagen auch hier als, nicht als der Personalbereich oder dieser Bereich oder jener Bereich, stellt euch was vor, sondern wir gemeinsam stellen euch vor, was wir gerade auch dabei sind zu lernen. Und wir haben aber halt nicht nur quasi so ein bisschen dargestellt, was die Technologie als solche ausmacht und wie man sie lernen kann, sondern wir hatten auch gleichzeitig dabei noch ein paar noch very early adopter, die gezeigt haben, was sie schon damit machen. Und da war zum Beispiel ein Kollege aus der Unternehmenskommunikation dabei, der seinen Case vorgestellt hat. Da war jemand aus dem Einkauf dabei, die das benutzen. Da war ich dabei und habe dann LernGPT vorgestellt und habe gesagt, so,
seht ihr, wenn ihr das hier intern ausprobieren wollt, dann ist das die Möglichkeit für euch. Das sind, ich hatte es gerade gesagt, Unternehmenskommunikation, zum Beispiel Störungsmeldungen. So viel Strom und der ja eigentlich aus der Steckdose kommt und immer funktioniert, gibt es trotzdem natürlich Möglichkeiten oder Situationen, in denen das nicht so ist. So kann ein Baum auf die Leitung fallen und solche einfach natürlich gegebenen Umstände können passieren. Dann geht es ja darum, dass man die Leute gut informiert darüber, und das ist die Aufgabe der Unternehmenskommunikation der Netze, ein Teil der NBW ist. Und die sitzen an diesen Stromausfällen, die sich dann häufig auch ein bisschen komplexer zeigen als nur in dem einen Ort, sondern das fallen dann verschiedene Sachen aus. Da sitzt eine Kollegin oder ein Kollege bis zu einer Stunde dran, um sowas zusammenzutippen in unserer Tonalität mit der richtigen Zusammenfassung, den richtigen Daten. Und durch ChatGPT hat der Oliver, ein Kollege von mir, gezeigt, wie die das runterkriegen auf eine Viertelstunde. Also wirklich begeisternd. Und ich hatte eben diesen Fall mit den Arbeiten mit Stellenausschreibungen schon gezeigt. Also wenn man ans Recruiting denkt, ist man vielleicht häufiger mal, naja, könnte man die KI die Leute auswählen lassen? Kann man. Ja, wer den AI Act mitverfolgt hat, weiß, dass das ein Hochrisiko-Use-Case ist. Und vielleicht können wir im Recruiting ein paar ganz viele andere Sachen machen, außer dass wir gleich damit anfangen. Ich hatte das mit dem Einkauf erzählt und eben den Support-Chat. Das sind natürlich die Leute aus der IT, die gleich gesagt haben, wow, das probieren wir an dieser Richtung mal aus. Und der Link ist natürlich für euch nicht verfügbar. Der geht auf unser internes LMS. Jetzt haben wir gesagt, wir haben jetzt die Early Adopter abgegriffen, also die, die wir erreichen können, die in so einer Bubble unterwegs sind, die sich dafür interessieren. Wir müssen irgendwie gucken, dass das Thema breiter kommt. Also wir brauchen und wir wollen auch in der NBW, dass möglichst viele sich mit dem Thema KI beschäftigen und dass das als neues Werkzeug kennengelernt wird. Es gibt eine schöne Sache, und zwar, es gibt in der NBW eine Gruppe von KI-MultiplikatorInnen. Die gibt es auch schon wesentlich länger als ChatGPT. Wir haben gesagt, wir laden die alle ein. Und die KI-MultiplikatorInnen sind im gesamten Unternehmen dezentral aufgestellt. Oder AI-Multis hier mal abgekürzt. Das heißt, die sind dann zuständig für den Bereich X, Y oder Z. Und wir haben gesagt, nehmt uns vom Personalbereich, von Security, vom Digital Office, nehmt uns gerne mit in eure Bereiche rein. Und wir erzählen mit euch zusammen, was ist ChatGPT? Darf man das nutzen? Ja. Wo kann man das ausprobieren, LernGPT, was machen wir damit, diese Use Cases. Also genau, was ich euch gerade erzählt habe, aber in so einer 20 Minuten bis halbe Stunde Version. Vor allem haben wir gesagt, holt uns gerne in eure Führungsschurfixe rein, in All-Hands-Meetings, die es gibt, und ladet uns als einfach, hier kommen die, die euch über diesen Trend ChatGPT erzählen und mit euch zusammen. Und das war das Schöne von diesen dezentralen AI- oder KI-MultiplikatorInnen. Die haben auch immer ein gewisses Lokalkolorit reingebracht. Das heißt, das war dann nicht so nur aus der Zentrale heraus kommuniziert, sondern das waren dann auch die, die gesagt haben, hey, und bei uns könnte das halt Folgendes bedeuten. Und das, glaube ich, war sehr anschlussfähig für die Leute. Ihr wundert euch vielleicht, warum da September steht und vorher von Juli die Rede war. Das liegt daran, dass bei der NBW im August Ferienzeit ist. Ganz klassisch. Das war eine der größeren Veranstaltungen, der Juristentag bei der NBW. Da sind nicht nur der Rechtsbereich der NBW, sondern auch Kolleginnen und Kollegen, die dezentral da verteilt sind, unterwegs gewesen. Die haben sich damit beschäftigt, wenn es KI gibt, was machen denn wir dann in Zukunft noch? Und die hatten eine ganz tolle Keynote-Speakerin eingeladen, die diese Folie, die da oben rechts ist, dabei hatte. Die so ein bisschen gezeigt hat, wie kann man also das Prompting, also wie kann ich meine Eingaben und das Ergebnis, was ich damit erziele, quasi sukzessiv verbessern und auch im Rechtsbereich sehr, sehr wichtig, die Halluzinationen quasi nach unten bekommen, also das, was da frei erfunden wird. Und ich war da reingegangen und habe das selber gehört und ich habe gedacht, naja, Text zusammenfassen ist doch alles, was, also das ist doch eine Sache, die super in den Rechtsbereich passen würde, passt aber überhaupt nicht. Weil im Rechtsbereich kommt es darauf an, dass du sprachlich sehr präzise bist. Und Präzision ist ja jetzt nicht unbedingt eine Stärke von diesen Large Language Models, die wir hier haben. Dennoch gibt es eine ganze Menge von Sachen, die im Rechtsbereich gemacht werden können. Marcel? Kann man da nicht die Temperatur einstellen? Also im Sinne von nicht wieder bei der Heizung, aber wie man das halt, ich habe den Education Cast auch von Thomas mit der Kollegin
aus dem Marketing da gehört, man kann gerade in der juristischen Sprache dann auch 0,1 oder 0,0 einstellen, dass er möglichst nah am Gesetzestext bleibt. Habt ihr das ausprobiert? Das kann man, es bringt natürlich nur ein bisschen was, es stimmt schon, genau. Aber wir haben es in LernGPT, ich zeige es nochmal ganz kurz, durchaus die Möglichkeit, hier Frage, Unterhaltung, Brainstorming und hier ist die Temperatur eben am höchsten und hier habe ich sie tatsächlich auf 0 gestellt, vielleicht nochmal. Aber ist es natürlich so, gerade das 3-5er-Modell ist da trotzdem stark genug. Naja. Okay. Aber auch da nach dieser Keynote, und das ist das Bild, was man hier sehen kann, gab es dann verschiedene so Marktstände und unter anderem waren auch Legal Tech Firmen dabei und eben wir hatten auch mit LernGPT eine Möglichkeit, einen Stand zu haben und Leute kamen und haben sich interessiert, wie kann man denn mit diesen Tools arbeiten, was kann ich hier intern nutzen und wie soll das auch weitergehen. Ich komme gleich noch ein bisschen zu diesem Prompt Engineering und zu da, wo die Maus gerade ist hier, zwischen Prompt Engineering und RAG, aber da komme ich gleich noch dazu. Im November 2023 haben wir dann quasi mit der Unternehmenskommunikation zusammen einen Artikel gelauncht, der auch wieder nochmal auf dieses Thema vor allem zusammen, das ist nicht irgendwas, was halt nur aus dem Personalbereich kommt, das ist nur, sondern es geht auch nochmal aus als einer Gemeinschaft und wir lernen das gerade alle zusammen, das ist die gleiche Haltung und probiert es gerne aus und da wurde auch dann LernGPT offiziell kommuniziert. Davor war das immer schon da, aber hier wurde es quasi in einem großen Internetartikel auf der Startseite, in der noch eine Kantine gezeigt wird und sowas, wurde das dann quasi angekündigt. Gleichzeitig ein ExpertInnen-Team aus der Taufe gerufen, das auch wieder crossfunktional aufgestellt ist, was jetzt dann die AI-MultiplikatorInnen ergänzt, die sehr generisch zum Thema künstliche Intelligenz aufgestellt sind, jetzt speziell auch zu dem Thema Gen-AI als ExpertInnen aufgesetzt ist. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann von Microsoft endlich die schon im August oder Juli bestellte GPT-4-Zugänge bekommen. Und dann haben wir gesagt, wir suchen einen guten Termin, wo wir das für alle launchen können. Wir hatten zuerst eine Testgruppe von Leuten, die das ausprobiert haben und haben dann am 6.12. als Nikolaus geschenkt, das war einfach der Gag, gesagt, hier, wir schenken euch GPT-4 für die NBW. Mit der Einschränkung, es ist kann keine Dateien verarbeiten, es kann keine Bilder verarbeiten, es hat keinen Internetzugriff, aber ihr könnt eben dieses Sprachmodell benutzen. Der Artikel, der dazu gepostet wurde in dem Social Intranet, das ist einer der erfolgreichsten Artikel. Der ist auf Platz 3 der Artikel von den Anzahl Views, Likes und Kommentaren gewesen. Also ein großes Engagement, eine große Gruppe von Leuten, die es gefeiert haben. Das hat man auch an den Azure-Kosten gesehen dann. Das bezahlen wir, das kann ich ja reingucken. Davor hatten wir so 80 bis 100 Dollar pro Monat. Im Dezember, trotzdem, dass es eigentlich nur ein halber Monat ist und dann die Leute ab, sag ich mal, dem 19. Dezember herum anfangen, in die Weihnachtsferien zu diffundieren, waren wir schon bei 2.000 Euro. Und im Januar dann bei 4.000. Als wir halt zurückkamen und gemerkt haben, oh, da kann man ja richtig viel damit machen. Also das ist ein durchschlagender Erfolg gewesen und für viele andere Firmen, die zu dem Zeitpunkt noch nicht diese Chance hatten, auch GPT-4 zur Verfügung zu stellen, auch eine Differenzierung hier. Ja, Januar. Januar sind wir, wenn man jetzt sagt, okay, OpenAI hat ja im Anfang November eine Konferenz, Developer-Konferenz gehabt und haben so vorgestellt, was gibt es denn eigentlich Neues? Da waren ein paar Sachen dabei, unter anderem neue Modelle, die Sprache, die Modellversion 11.06 haben, eben halt der 6. November, deren Trainingsdatum dann nicht mehr bis September 21 geht, sondern bis April 23, die wurden vorgestellt. Und das Zweite, ja, ich habe es jetzt mal Custom GPTs, ich glaube, die hatten damals nur GPTs dazu gesagt. Custom GPTs haben die gesagt, das ist das, was sie dann launchen. Und ich habe gesagt, ich habe mir das angeguckt und habe mir das durch den Kopf gehen lassen, habe gesagt, wenn unsere Mission ist, dass wir in dem internen Tool den Leuten beibringen wollen, damit umzugehen, dann ist erstmal in diesen Custom GPTs eine große Menge von Möglichkeiten drin und auf der anderen Seite eine große Menge, die wir nochmal lernen können und es wird auch die Zusammenarbeit so verändern, dass ich glaube, dass nicht mehr jeder im Prompten der oder die Beste wird,
sondern dass es ein paar Leute gibt, die sich ein bisschen mehr in diese Richtung spezialisieren und dann anderen was zur Verfügung stellen können. Ergo haben wir das umgesetzt. Also haben wir einfach das, was OpenAI macht, an drei weiteren Abenden habe ich mich hingesetzt und habe das umgesetzt. Damit sind im Lernwerk Custom-GPTs möglich. Gleiche Einschränkung wie vorher, kein Internetzugriff, keine Bilder und keine Dateien. Das macht es sehr viel einfacher zu implementieren. Aber man kann eben ein System-Prompt editieren. Und damit eben diese Dinge so ein bisschen in ihrem Wissen, in ihrem Können und in ihrem Tun ein bisschen beeinflussen. Jetzt gehe ich noch mal kurz in LernGPT rein, damit ihr das sehen könnt, was da dabei rausgekommen ist. Und hier seht ihr jetzt die Custom-GPT-Oberfläche. Die haben wir im Januar 23 Stunden und 45 Minuten nach dem GPT-Store von OpenAI gelauncht und haben das dann intern zur Verfügung gestellt. Wieder erstmal der Testgruppe von Leuten. Das sind so 200 Leute, die wirklich dazugehören. Und haben das hier entwickelt. Ich zeige euch mal den allereinfachsten Custom-GPT, den man sich vorstellen kann, oder einer der einfachsten. Der English-GPT, der übersetzt einfach, was man ihm eingibt. Da muss ich nicht jedes Mal dazu schreiben, übersetze es bitte nach Englisch oder sowas, sondern ich sage, ich nehme jetzt mal den Text, kopiere ihn da rein und sage, ich hätte gern das. Ich schreibe den einfach da rein, hau drauf und das wird einfach übersetzt. Da versucht er gar nicht zu erklären, was ich damit machen soll, sondern er übersetzt, ich spare mir sozusagen die Eingabe des Prompts oder des kompletten Prompts. Jetzt ist das ist die simpelste Möglichkeit, die man hier hat. Und ich zeige euch einmal ganz kurz, wie das hinten dran aussieht. Das hier ist das Systemprompt, was diesem English-GPT zugrunde liegt. Do not answer any questions. Translate any given input to the user by the user to English. Prefer American English. Das habe ich, weil ich zwei Staatsbürgerschaften habe und eine davon die amerikanische ist, habe ich gesagt, ich hätte es gerne auf amerikanisch-englisch. Und wir haben noch einen kleinen Kniff eingebaut, wenn man was Englisches eingibt, wird es nach Deutsch übersetzt. Also das ist im Prinzip so dict-leo-org oder dict-cc, aber halt mit GPT-Technologie. Und das ist eine Möglichkeit, die man hat. Das war einer der ersten, die wir hier veröffentlicht haben. Aber es gibt natürlich noch mehr, ihr habt es vorhin gesehen, die in diese Richtung gehen. Und vielleicht zeige ich noch mal einen, der so ein bisschen witziger ist. Und zwar habe ich halt versucht, hier einen schlecht gelaunten GPT zu bauen. Das ist gar nicht so leicht übrigens. Und dieser schlecht gelaunte GPT, der ist unfreundlich. Und man kann, das sieht man jetzt hier so ein bisschen, dieses genauso wie bei OpenAI, kann man hingehen und solche Prompts vorgeben. Ich zeige euch hintenrum, wie das gebaut ist. Die sind einfach hier angegeben. Und hier unten drunter ist dann das System-Prompt, you are in a bad mood, do not be friendly, use informal language, do not ask what you can do, answer any questions und so weiter und so fort. Gar nicht leicht und eine Kollegin hat sich bei mir beschwert, er sei neulich mal freundlich gewesen und habe sich entschuldigt. Deswegen habe ich quasi diesen Teil im System-Prompt hinzugefügt, ne? Weil man wirklich tatsächlich diesem Ding die Freundlichkeit eher abtrainieren muss. Damit man so ein bisschen was Witziges hat, was man schmunzeln muss, haben wir das tatsächlich auch bei uns hier in der offiziellen Demo drin, dass die Leute wissen, es gibt auch sowas. Nehmt es ein bisschen leichter. Ja, das ist auch was. Man kann schon auch ernste Sachen damit machen und tolle Sachen damit machen. Aber sowas bleibt auch eher hängen. Die haben einen schlecht gelaunten GPT. Das hat ein bisschen ein Marketing-Gag, ein bisschen was Virales drin und ein bisschen was, wenn man sich manchmal über Sachen ärgert, dann ist es auch gut, da drauf klicken zu können, zu sagen, wer das liest, ist doof. Damit machen wir, hier seht ihr so ein paar ernsthaftere Beispiele, zum Beispiel Persona, zum Beispiel die 16 Personalities, einmal als abgebildet als verschiedene Custom-GPTs. Und da entstehen gerade ganz viele, ganz tolle Ideen, wie man das weiterentwickeln kann. Also LernGPT hat nicht nur für die NutzerInnen einen Lernaspekt, sondern auch für uns. Wir lernen daran, wie nutzen Leute denn sowas? Und das ist das Spannende daran. Simon, du hattest die Frage gehabt, wie hoch sind die API-Kosten pro Monat? Ich glaube, wir sind jetzt wieder ein bisschen runter und bei so 1200 bis 1500 Euro. Bei, ich glaube, 6000 plus minus NutzerInnen. Das heißt, wenn man so mal überlegt, wir zahlen da irgendwie ein paar Cent pro Monat pro User, ist eigentlich eine ganz gute Geschichte, kann man ganz gut investieren. Genau, ich komme gleich noch zum...
Ich komme gleich noch zum Co-Pilot, genau, definitiv. Fokuspunkte jetzt. Da ist nämlich die Folie tatsächlich. Da ist er, der Office Co-Pilot oder Microsoft 365 Co-Pilot. Drei Sachen, die wir jetzt gerade machen. Auf der einen Seite das Thema Promptatons. Haben wir also erstens natürlich den Promptaton von der Corporate Learning Community, der am 24.04. zusammen mit dem Gerd und dem Thomas von SAP entstehen wird, der auch Teil der Challenge ist, wo ich gleich noch darauf hinweise. Aber gleichzeitig haben wir gesagt, dieses Instrument ist so cool, das müssen wir auch bei uns intern machen. Und haben jetzt mal einen ersten Probe-Promptaton bei der NBW gemacht letzte Woche. Im Rahmen eines Führungskräfteentwicklungsprogramms hinsichtlich Daten und künstliche Intelligenz. Und das kam so gut an, dass einer der Führungskräfte gesagt hat, ich will das direkt bei mir im Bereich auch mal machen, wer kann das moderieren? Wir werden dabei tatsächlich die KI-MultiplikatorInnen auch als MultiplikatorInnen für dieses Format nutzen und damit das wieder weiter verbreitet wird. Es gibt eine RAG-Community, die entstanden ist, die alle zwei Wochen ein Community-Meetup hat, freitags, wo man dann so ein bisschen reingucken kann und auch verschiedene spannende Cases, Erkenntnisse und Ideen auch, zum Beispiel, wie kann ich mit GPT Vision, also dem Modell, was mit Bildern umgehen kann, zum Beispiel PowerPoint-Dateien in den Suchindex aufnehmen und was da auf den Bildern draufsteht. Total cool, solche Ideen, wie man das verwandeln kann. Danke für den Link auch, Simon, nochmal. Wir experimentieren, hatte ich gerade gezeigt, mit GPTs, Custom GPTs. Und morgen ist der erste AI-Hackathon bei der NBW. Da geht es um das Thema Power-Plattform, also die Microsoft Power-Apps. Wie kann ich die zusammen mit KI zu einer Mischung aus Low-Code und No-Code oder AI-Prompt, who knows, wie das Wort dafür später mal sein wird, verarbeiten. Das wird jetzt dann tatsächlich zwei Tage laufen. Ich werde es morgen anmoderieren mit einer kurzen Geschichte, die nicht so lang ist wie die gerade. Wir haben noch einen weiteren Hackathon geplant, der dann nicht agnostisch zur Power-Plattform ist, sondern mehr Richtung, wie kann ich solche RAG-Modelle auch bei mir in der Software integrieren. Power-Prompts finde ich eine gute Idee. Dann haben wir auf der einen Seite Testimonials, also auch Leute, die ein bisschen erzählen darüber und die wir immer mal wieder auch im Intranet veröffentlichen. Eine Serie nennt sich Die Gesichter hinter dem Prompt, dass man so ein bisschen versteht, wer arbeitet eigentlich damit? Sind es echt nur die Techies? Die Antwort ist natürlich nein. Wir finden Leute, und das ist so stark, finde ich, wer da alles diese Tools wie nutzt. Und das sind überhaupt nicht die üblichen Verdächtigen. Die sind natürlich auch dabei, aber es sind Leute, die sagen, ich habe auf einmal ein Tool in meiner Hand, gerade mit diesen Custom GPTs. Ich muss überhaupt nichts coden können, aber ich kann trotzdem für Leute fast schon so eine Art, Sascha Lobo sagt, KI-App dazu bauen. Also total spannend. Und dann noch der Office Co-Pilot, den testen wir gerade, weil natürlich, vorhin habe ich aus Versehen draufgeklickt auch kurz, ihr seht es, rechts am Rand im Browser das zu haben, ist natürlich ziemlich großartig. LernGPT positioniert sich im Prinzip so dazu. Wir sagen, wir machen hier ein Angebot, damit Leute lernen können. Das machen wir seit, naja, ich hatte es vorhin gesagt, Mai 2023. Da gab es den Co-Pilot vielleicht als Funke in den Augen von manchen Leuten bei Microsoft, aber eben noch nicht als fertige oder einsetzbare Software. Und jetzt, wo wir Co-Pilot ausprobieren, müssen wir Leuten nicht mehr so viel erklären, was das alles macht und kann und auch nicht kann. Sondern die Leute haben vorher schon lernen können, wie sie prompten und was man vielleicht noch weiter dazu machen kann. Dass man das auch als internes ChatGPT nutzen kann, ist eigentlich nur das Abfallprodukt. Mhm. Also LernGPT ist ganz klar positioniert, wir lernen damit. Da habe ich vorhin ja auch gesagt, nicht nur die Leute, die das zum Lernen nutzen können, sondern auch wir, die im Digital Office, beim Personal, im Rechtsbereich, bei Security, wo auch immer arbeiten, wir lernen, wie nutzen ja Leute sowas. Und wenn Copilot kommt und wenn Copilot das kann, was LernGPT kann, dann kann der Teil von LernGPT auch wieder verschwinden. Vielleicht ist dann ein anderer Teil. Vielleicht bauen wir das um zu so einer Plattform, mit dem Promptatons besonders gut abbildbar sind, ne, indem man zum Beispiel sich Prompts teilen kann oder so. Vielleicht bauen wir es um zu einer, wir probieren die nächste Version aus und zu den Custom-GPTs überlegen wir, wie wäre es denn, wenn solche GPTs mal aus dem Chat ausbrechen könnten
Also es ist auch für uns eine Lernplattform und so positionieren wir das Ganze. Ne? Letzte, dann noch eine, dann habe ich noch eine Folie, die, ah, das ist die Challenge-Folie, genau. Und eine Frage habe ich noch von der Anja. Inwiefern kann das interne Lern-GPT auf der Historie vergangener Anfragen aufbauen? Lernt? Nee. Haben wir abgeschaltet. Lern-GPT bleibt genauso dumm, wie das von OpenAI herkommt oder genauso schlau. Wir haben gesagt, das ist eine Sache, die, also wir sind da vorsichtiger gewesen in dem, wie wir es gemacht haben. Ich hatte gerade ein bisschen angerissen, zu überlegen, was könnte passieren mit so GPTs oder mit so KI-Modellen, die aus dem Chat ausbrechen können. Da sind wir am Experimentieren, ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre, dass dann diese GPTs anfangen zu lernen, dass sie vielleicht sogar Interviews führen mit ExpertInnen im Konzern, zum Beispiel dem Joachim oder sowas, und sagen, Joachim, zum Thema Identity Management, erzähl mir mal was, ich kriege halt da dauernd die und die Fragen hier und ich kann dir helfen, die für dich zu beantworten, wenn du möchtest. Das wäre so eine Sache, wie wir so eine ExpertInnen- oder KonzernexpertInnen-Rolle nochmal mit einer KI als Sparringspartner verknüpfen können. Ist aber alles noch, sage ich mal, auch ein Blinzeln in meinem Auge und das, was wir gerade ausprobieren wollen. Marcel hatte im Chat noch die Frage gestellt, ob ihr auch Diffusionsmodelle für Bildgenerierung nutzt. Ah, gute Frage. Im Moment haben wir in LernGPT keine Bildgenerierung drin. Genau. Im Moment sind auch nur GPT-Modelle drin, also nur ChatGPT, also OpenAI-Modelle. Wenn jetzt Microsoft Mistral gekauft hat, würde ich erwarten, dass wir in Zukunft auch das anbieten könnten. Vernetzt ihr auch die Lernenden? Fragt Claudia, sehe ich nochmal. Ja, ein bisschen über diese Communities natürlich. Es gibt da auch Yammer-Communities dazu und eben diese Testimonials, wo dann Leute sich auch untereinander sag ich mal, kennenlernen, was machen denn die anderen damit? Und es gibt die Promptatons, wo wir auch glauben, dass wir ein paar Leute miteinander vernetzt bekommen. Dann mal schauen, wie sich das so ausspielt, ob das eher so innerhalb der Bereiche gemacht wird oder ob wir vielleicht auch mal einen übergreifenden machen. Ja, dann haben wir, genau, GPT-4 kann ja auch Dolly, genau. Also das sind Sachen, die wir jetzt überlegen, dass wir diese Custom-GPTs mit mehr Mitteln ausstatten als das typische Lern-GPT. Ob wir denen vielleicht nochmal GPT-4 Vision unterjubeln und sagen, hey, guck mal, wenn ihr jetzt Apps bauen könnt, die auch Bilder erkennen, was baut ihr? Und vielleicht bauen die Leute dann so eine App, die Whiteboards digitalisiert oder sowas. Habe ich schon probiert, ist hinreichend cool. Beim Teamtag hat er allerdings aus Erlebnisse Erdnüsse gemacht, Handschrifterkennung, Entschuldigung. Aber das war natürlich auch ein gutes Lächeln, was dann dabei rumkam. Christine fragt noch, nutzt ihr Jan? Ja, das ist einer der Cases, dass wir hier Leute haben, die nicht muttersprachlich Deutsch sprechen und die nutzen das ganz stark in ihrem Arbeitsalltag als Hilfsmittel und eine Kollegin, die ursprünglich aus dem Iran kommt und bei uns hier im Data Science und Business Intelligence Bereich arbeitet, nutzt es jeden Tag, um auch zu sagen, so kann ich meine Anweisungen, die ich oder meine User Stories, die ich schreibe, sehr viel präziser schreiben. So, letzte Folie und dann sind wir durch. Und jetzt ist die Challenge und ich habe es vorhin schon so ein bisschen gesagt. Ich bin ja auch involviert in das Orga-Team des CLC-Promptatons am 24. April. Und wir werden wir wollen von dort am Promptaton wollen wir Prompts ausprobieren und die Challenges entgegennehmen, die immer damit beginnen, dass ihr sagt, ich wette, das könnt ihr nicht mit KI. Jetzt kann man natürlich sagen, was essen oder sowas. Aber überlegt euch mal was quasi so eine Challenge sein könnte, die wir an dem Promptaton bearbeiten. Ich mache die Seite auf einmal ganz kurz. Die habe ich vorhin schon einmal im Browser gehabt. Wie funktioniert das? Na, hopp. Jetzt. Im Prinzip geht ihr auf die Seite, die schon im Chat ist. Dankeschön. Ich habe die gerade im Chat kopiert, ja. Perfekt, genau. Und ich zoome ein bisschen ran. Tragt eure Ideen hier unten rein in dieses Feld. Ihr müsst euch anmelden mit einem der sozialen Dienste, die es hier gibt, und stimmt über die Ideen der anderen ab.
Und oder sammelt natürlich auch, was ich ganz viral für eure eigenen Ideen, ein paar Likes. Also wenn zum Beispiel ich das irgendwie jetzt total gut liken würde, dann, ich habe mich jetzt nicht angemeldet, aber ihr seht schon, was ich machen kann. Ich kann es halt hoch und runter voten. Und wir würden uns am Freitag, wir haben gesagt, die Deadline soll der 12 Uhr sein, weil um 13 Uhr ist dann das Ende von auch die Wrap-Up-Session von Simon nochmal. Da wollen wir uns anschauen, was hier alles für Ideen rumkam. Die beste Idee würden wir prämieren mit einer kostenlosen Einladung zu dem Promptathon am 24.04. Dort ist die Aufgabe, dass ihr eure Challenge nochmal kurz vorstellt und die Leute dann euch am Ende des Tages vielleicht hoffentlich sagen können, doch. Dieses schöne deutsche Wort, doch. Doch, das können wir mit KI. Challenge accepted. Dann habe ich noch eine Frage. Christoph, ach schön, dich wiederzusehen. Du bist doch der Christoph Breukstadt, der, den ich kenne, oder? Jawohl, der ist es. Hi. Ja, sehr schön. Hi. Habt ihr auch Verknüpfungen von GPTs mit Concept Board? Nee, genau. Das Concept Board hat noch keine oder keine mir bekannte gute API, die wir ansteuern können. Aber das wäre natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, was steht denn auf diesem großen Concept Board drauf? Hast recht, ja. Beim Whiteboard geht es ganz gut, finde ich. Whiteboard-Integration von Copilot ist recht gut, sowohl für Ideengenerierung als auch für Zusammenfassung. Christian hatte im Chat noch geschrieben, nutze LernGPT auch schon stark zum Sprachenlernen? Ah ja, ja genau, hatte ich vorhin kurz ein bisschen gesagt, dass eben das verschiedene Leute nutzen, um sich in ihrer Nicht-Muttersprachlichkeit quasi unterstützen zu lassen. Aber es wäre natürlich, Christine, vielleicht auch die Rückfrage an dich, durchaus denkbar, dass man auch so Custom-GPTs baut, die Englisch-Trainer heißen oder Französisch-Traineur oder irgendwie so. War das dein Gedanke? Ja, genau, richtig. In die Richtung hatte ich gedacht. Also nicht, dass ich es nur im Arbeitsalltag nutze, sondern dass ich wirklich es für Trainingszwecke auch verwende. Ja, ja, das machen wir noch nicht, aber das sind natürlich total coole Ideen, die in Form von so einem Custom-GPT ja durchaus auch entstehen können, also Vokabeltrainer oder sowas, das sind ja alles Sachen, die man, und vielleicht prompten wir sowas am 24.04. auch zusammen, ne, sowas. Da bin ich sehr gespannt, was wir da alles mitnehmen können. Sehr gut, ich schiele so ein bisschen auf die Uhr, wir haben noch zwei Minuten, falls jemand noch eine Frage hat, dann wäre jetzt noch Zeit dazu. Ich glaube, Stefanie hatte bei da oben noch eine Frage gestellt. Ne? Stefanie, die Meyer-Briggs-Types. Ja, genau. Ah, sorry, die hatte ich übersehen, genau. Wir promptet, wie verschiedene Antworten würden. Ah, also, wir haben einfach, ich habe im Grunde einfach das als Beispiel gemacht. Ich hatte einen Workshop moderiert mit einer Beteiligung der NBW. 30 Leute und habe gesagt, wir setzen uns mal mit Persönlichkeitstypen auseinander. Und mal, die Six Personalities, die sind einfach und die sind in der Kritik, weil die vielleicht auch ein bisschen zu einfach sind, ist aber natürlich halt trotzdem eine spannende Geschichte, wo man ein bisschen was über sich entdecken kann. Nicht so ernst nehmen, genau so bin ich und genau so bin ich immer. Aber halt irgendwie auch eine ganz gute Geschichte, sich damit mal auseinanderzusetzen, was machen denn verschiedene Typen und wie können die sich ergänzen. Und die Idee war, dass man einfach sagt, wenn ich dann weiß von meinen Kolleginnen und Kollegen, wo sind die denn unterwegs, dann kann ich natürlich immer fragen, wie würdest du denn so ein Projekt angehen? Aber vielleicht frage ich auch die KI, wenn die gerade nicht da sind oder sowas, oder um noch eine weitere Perspektive zu bekommen. Im Grunde habe ich einfach die Seite, die die im Internet haben, reinkopiert. Hätte ich auch gar nicht machen müssen, weil GPT hat die ja auch schon in seinem Trainingsdatensatz mit drin, aber ich habe es dann nochmal ins Prompt reingeschrieben, dann antwortet der typischer nochmal ein bisschen präziser darauf. Und da ist die Idee, ich hatte gerade vorhin schon ein bisschen angerissen, diese Custom-GPTs, das ist die nächste Evolution, wo wir noch nicht genau wissen, wie wir es machen, dass du, aber es funktioniert prinzipiell so als Minimum Viable Product, dass du mehrere von diesen KIs, mehrere von diesen Custom-GPTs gleichzeitig in einen Chat einladen kannst. Dann könntest du sagen, lad mir mal alle Persönlichkeitstypen ein, dann stellst du eine Frage und alle 16 antworten. Das könnte zum Beispiel so eine entspannende Geschichte sein. Ob die 16 dann too much sind oder ob man sich die 3, 4 einlädt oder sowas, das muss man sich selber überlegen, aber das könnten noch sehr, sehr spannende Geschichten sein, auch wenn man an verschiedene andere Persona denkt, ne, die es ja auch geben kann.
Die Uhr ist auf 14 Uhr umgesprungen. Ich würde sagen, virtuellen Applaus für dich. Danke, Steffi, für die Frage noch. Vielen Dank im Chat, auch einiges schon an Lob. Wir enden pünktlich und sehen uns dann am Freitag wieder, hoffentlich mit vielen coolen Ergebnissen aus der Prompting Challenge Session. Haut rein.